willkommen zu einer neuen Folge und wir gehen auf Tiffany und Chloe haben Geburtstag und wir feiern dieses Mal in einem Nachtclub. Irgendwie sind alle voll gestresst, also wir haben einen Kuchen dabei. Den stelle ich mal da hoch. Gibt's hier keine Musik? So, geht mal alle tanzen. Oh yeah! Party Schmarty. Wir können unseren Kindern ja hier mal gratulieren. Quatsch mal mit ihm. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal alle zusammen hier hin. Und dann soll sie sich mal etwas wünschen. Happy Birthday! Yeah! Sie ist jetzt junge Erwachsene. Chloe ist vielleicht ein bisschen selbstsüchtig. Ja, ich denke, sie möchte einfach viel Geld mit ihrem Job verdienen. Yeah! So, dann mach mal... Was ist denn das? So, du hast auch Geburtstag und du sollst auch hier mal dir Kerzen auspusten. Yeah! So, selbstsicher ist sie und ja, ich mache jetzt einfach mal das. Und dann können wir mal alle zum Essen rufen. Was für ein Denkanstoß. Esti scheint das Gespräch mit Soja genossen zu haben, besonders als die beiden ernstere, nachdenklich stimmende Themen angeschnitten haben. Ein Gespräch ist nur dann ein gutes Gespräch, wenn der Geist gefördert wird. Könnte dies bedeuten, dass Esti tiefgründige Gedanken mag? Ja. Passt eigentlich auch ziemlich gut zu ihr. Quatsch mal mit deinem Schwarm. Sie kann ja mal mit ihm flirten und... Vor ihrer Mom einfach. Er macht mit einfach. Tschüss, Mutti. Oh mein Gott. Romantisch. Flirten. Komm. Die soll mal einfach tanzen gehen. Lass deine Tochter da in Ruhe. Während sie hier flirtet. Ja, mach dich an deinen Schwarm. Romantisch. Wir gestehen ihm. Anmachspruch. I mean, er macht mit. Er macht mit, oh mein Gott. Oh yeah. Süß, weil sie ist ja einfach in ihn verknallt, glaube ich. Ersten Kuss erleben. Können wir ihn jetzt wirklich küssen? Ist wirklich? Ayo. Oh mein Gott, was? Und er sagt ja. What? Schwarm um ein Date bitten. Nice. Sie ist Perfektionistin, ja. Okay, dann ist sie. Perfektionistisch. Cool. Techtelmächte? Sie will ein Techtelmächte im Whirlpool rumschmusen. Are you sure? Das ist gerade ein bisschen viel. This girl is going crazy. Alle Axel Landgrab ist verschieden. Oh. Okay. Und Carina Weißhaupt. Wer auch immer. Hier gibt's einen Whirlpool. Oh Gott. Girl, what is happening? Oh mein Gott. Also zwischen denen hat es ja voll gefunkt. Ich komme mir gar nicht hinterher.
Wie süß einfach. Okay, ja, we take it. Wir haben uns getraut, wir haben uns getraut. Ab nach Hause. Okay. Es gibt jetzt auf jeden Fall noch ein kleines oder ein großes Umstyling. Die Schuluniformen kommen weg, weil die gehen beide ja nicht mehr in die Schule und deshalb gibt es jetzt ein Umstyling. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Okay, gut, ich bin fertig mit Chloe. Das ist ihr Alltagsoutfit. Ihr Abendoutfit habe ich so gelassen, fand es eigentlich ganz schön so. Ihr Sportoutfit, ihr Schlafoutfit habe ich gelassen. Ihr Partyoutfit.
Ihr Schwimmoutfit habe ich gelassen, dann ihr warmes Wetteroutfit und ihr kaltes Wetteroutfit. Sie wird ja so eine Modegedöns. Also sie wird so als Mode-Trendsetterin oder sonst was so arbeiten. Und deshalb dachte ich so, ihr Style ist so ein bisschen schicker und ausgefallener. Und ja, ich style jetzt Tiffany um. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Liebe Leute, ist einfach schon voll dunkel geworden. Auf jeden Fall bin ich jetzt endlich fertig mit Tiffany. Das ist ihr Alltagsoutfit, ihr Abendoutfit, ihr Sportoutfit,
ihr Schlafoutfit, sexy, sexy. Ihr Partyoutfit, Schwimmenoutfit, das habe ich gelassen. Schwimmoutfit. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Ihr warmes Wetteroutfit und ihr kaltes Wetteroutfit. Warte, da fällt mir gerade auf. Ihr Zungenpiercing und ihr Dingspiercing. Okay, perfekt. Gut, genau. Ihre Outfits sind so ein bisschen sportlicher, weil sie sehr viel Sport macht. Sie hat einfach ein Sixpack. Einfach ein Sixpack. So, wir gehen jetzt mit Riva das erste Mal zur Schule. Sie war zwar schon mal in der Schule, aber noch nicht mit uns hier. Gut, er soll fleißig lernen. Sie ist so braun einfach. Okay, wir holen uns einen Spind. So, meinen Apfel nehmen. So, erster Tag für uns hier. Gut, und Spind dekorieren Öko. Machen wir mal. Und dann soll sie auch sich einen Apfel nehmen. Und dann können wir mal mit unserer Schwester quatschen. Like, Esti ist so eine Süße und hatte einfach schon ihr erstes Mal, während Tiffany und Chloe einfach noch nie mit einem Mann irgendwas gemacht haben. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub's gar nicht. This girl. Komm, wir gehen zusammen aufs Klo. Oh, Unterricht hat angefangen. Hey, ich war auf dem Klo, du Dumme. Oh nein. Wir waren auf dem Klo. Na toll. Hurri. Was ist jetzt schon Mittagessen oder wie? Nee, es ist Mittagessen. Okay. Oh Mann, sie hat gar keinen Bock mehr. So, bestell mal Essen hier. Let's go. Sie möchte mit Tiffany quatschen. Nadja ist die Tochter von Katie. Die ist auch richtig hübsch. So, wer ist das hier? Einfach... Oh Mann. Einfach in Unterwäsche. Bleib hier! Ich finde deine Haare cool. So, wir quatschen mit ihr. Die sieht sehr interessant aus. Okay, ab in den Unterricht. Mit unseren hübschen Lehrern. Schreibfähigkeit erworben. Vorlesestunde. Der Moment, vor dem sich Riva gefürchtet hat, ist gekommen. Der Lehrer ruft sie auf, den nächsten Abschnitt laut vorzulesen. Höflich ablehnen wird ihr sicher nicht viel nutzen. Zustimmen und vorlesen. Riva liest den Abschnitt langsam und vorsichtig vor, ohne sich zu verhaspeln, was für sie eine große Errungenschaft ist. Na also, was macht sie? Nö, du kannst nach Hause gehen. Wir können uns ja noch respektvoll bei unserer Lehrerin vorstellen. Und dann können wir uns ja mal bei unseren Mitschülern vorstellen. Komm, do it. Hat einfach jeder diese Frisur. Oh, Riva ist total verknallt in Charlotte. Riva? Riva steht wohl auf Frauen. Wir geben ihr mal ein Kompliment, dass sie gut aussieht. Aha, aha. Na dann. Ja, dann gehen wir mal nach Hause. Aber interessant. Oh, sie hat einfach schon am ersten Schultag einen Crush. Das ging ja schnell. Danke, Kamera. Gleich ist der Geburtstag von Alexander. Genau. Der beginnt in einer Stunde. Auf geht's. Los geht's. Wir haben doch irgendwie schon, glaube ich, einen Kuchen, der noch gar nicht angefasst wurde. In Welt platzieren. Komm, mach das mal. So, einschalten. Hip-Hop. Lautstärke hoch. We be somebody. Na, 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 na. So, wohin macht sie den Kuchen jetzt? So, ja. What are you doing now? Ah. Okay, ich kann ihn irgendwie nicht bewegen. Finde ich wirklich toll. Dann halt so. Ist auch immer interessant, dass man bei Sims immer einfach plötzlich irgendwas nicht machen kann. Sie will nicht, sie will einfach nur weiter schlafen. Okay, dann macht das halt.
Die unterhalten sich einfach auf dem Klo. Ich habe übrigens die Strauzjungen so ein bisschen umgestaltet. Also so ein bisschen umgestylt. Sieht ganz interessant aus. Was macht sie hier? Okay, sie hat keinen Bock mehr. Gut, dann geh halt schlafen. Stop it. Right now. Geh schlafen. Um Rat bitten. Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Oh! Der Vater von Aurelio ist gestorben. Oh. Dann schicken wir ihm mal eine SMS, dass wieder alles gut wird und wir für ihn da sind. Das wird sie ihm auf jeden Fall schreiben. Helfen, auszublasen, und zwar Alexander. Ist Julia auch da? Oh, sie ist auch da. Warum ist sie da? Hi, Julia. Okay. Die Zeit wird knapp. Das Leben plätschert einfach nur so dahin. Das stimmt doch gar nicht. Die hat noch voll lange zu leben. Alexander ist älter geworden. Perfektionist. So, dann mal zum Essen rufen. Dann sollen mal alle hier... Ich mache die Kerzen weg. Oh Mann. So, perfekt. Komm, wir gehen noch alle tanzen hier. Das wäre voll süß, wenn auch jemand mit Fabian zusammenkommen würde. Das ist der Sohn von... Warte. Das ist der Sohn von Cleo und Brianna. No, die gehen alle. Wir haben endlich kein Kleinkind mehr im Haus. Das ist immer was. Das ist der Sohn von Katie und Matt. Okay, haben wir überhaupt noch einen Platz frei? Für ihn. Die Zimmer hier sind belegt. Die hier auch. Das ist belegt. Das ist belegt. Ich glaube, wir müssen noch ein Zimmer erstellen. Und zwar ist hier ja eigentlich Platz. Ich habe mir jetzt absolut keine Mühe gegeben für sein Zimmer, muss ich ehrlich gestehen hier. Neue Familiendynamik, fürsorglich. Chloe und Zoe sind, Zoe, fürsorglich, ja, okay. Es ist lustig mit dir. Mamis Mädchen, ach wie süß. Außerdem soll sie sich einen Job suchen. Und zwar als Stilbeeinflusserin. Genau. Ich weiß gar nicht, was Tiffany für einen Job machen soll. Irgendwie muss ich mir das noch überlegen. Was sie überhaupt tun soll. Gut, wir müssen Alexander noch umstylen. Er sieht auch einfach voll gut aus. Okay, dann style ich ihn mal um. Ich bin fertig. Sein Style ist so komplett schick, so einfach die ganze Zeit so Anzüge und so. Sein Alltagsoutfit, seine Abendkleidung, seine Sportkleidung, schlafen, seine Partykleidung, schwimmen, warmes Wetteroutfit. Oh,
Was hat er da am Ohr? Das kommt weg. Weg, weg. So. Und sein kaltes Wetter-Outfit. Genau. So, und der kleine Styler kann jetzt schlafen gehen. Yeah. So, in der nächsten Folge habe ich vor, in den Urlaub zu fahren mit Soja und der ganzen Familie und mit Sojas Partner. Ich meine, der Vater von Aurelio ist ja gestorben. Und vielleicht möchte sie, dass er sich einfach so ein bisschen ablenkt. Und ja, deshalb würde ich sagen, wird Aurelio da auf jeden Fall mitkommen und die Familie kennenlernen. Und ja, dann werden wir alle zusammen Urlaub auf Solani machen. Und darauf freue ich mich. Dann bis zur nächsten Folge. Tüdelü!